Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geld-Tycoon. Ja, in der letzten Folge waren wir auf dieser Etage stehen geblieben. Ich habe mal ein bisschen weiter gebaut, um mal zu gucken, was kommt. Okay, ihr dürft nicht viel erwarten. Ich bin mal gespannt, was hier oben jetzt kommt, weil das ist jetzt die Legendary-Ebene. Bin gespannt, was hier jetzt kommt. Hier gibt es ein Dog Collector. Was kann der? Oh, es geht weiter und es kostet 1 Milliarde. Ja moin. Ja moin, ja moin, ja moin. 1 Milliarde. Okay, der da drüben hat ihn aber auch noch nicht. Der und ich sind etwa gleich auf. Ja, der kauft den sich jetzt. Hui. Wie wir beide springen, ist ja voll lustig, ey. Bumm. Hui. Hui. Cool. Aber ich bin dir weit voraus. Hehe. Ach ja. Ah, hier wird direkt verkauft. Wie viel? Zwei Millionen, sehe ich das richtig? Ich habe hier gerade meine Probleme. Ja, 2 Millionen, Alter. Aha, der hat den Dropper immer noch nicht. Ist jetzt so ein kleines Wettrüsten zwischen mir und ihm. Gut, während bei den anderen, ja, sieht es überschaubar aus, gerade bei dem. Okay, was? Der sieht man nicht. Schade. Okay. Guck mal, wie das Geld steigt. Yay. Gut, nun ist es so, die Preise werden immer teurer. Und hier ist, ich finde es cool mit den... Warte mal kurz. Ich hatte gerade so das Gefühl, als ob sich die Münzen mitdrehen. Ne, die bleiben aber gleich. Parallel, parallel. Okay, die sind parallel zueinander. Leute, da krieg ich Golden Dog. Leute, da krieg ich wirklich. Einfach nur. Da krieg ich wirklich die Krätze. Aber der hat die Klobe auch gekauft. Aus Versehen. Der hat auch schon den ersten Dropper. Junge, Junge, Junge. Okay, wir hatten aber auch viel Geld. Aber trotzdem, das war ekelhaft. Ne, in dem Sinne mit, verdammt, jetzt habe ich viel Geld. Also hier, es gibt wirklich auf jeder Etage etwas, was man kaufen kann. Ja, moin. Gucken wir uns mal ein bisschen Geld an, wie das steigt. Bei uns regnet es draußen, zum Glück habe ich Solo runden, so muss ich den Regen nicht sehen. Insane. Der ist insane. Zumindest in Klammern. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Was geht bei dem ab? Ha, ich bin weiter weg. Ich bin weiter vor dir. Ich bin vor dir. Und vor dem da. Falls ihr fragt, tut nein, ich kenne den Dude gar nicht mal. Wer ist denn das? Kann ich den irgendwie ermitteln? Millionär Tycoon 4 und 1 Teil 2. Okay, das der. Steht denn hier oben? Keine Ahnung, kann ich leider auch nicht lesen. Aber ich habe 1. Und hier, was steht da? Ich glaube, das killt. Ah, er will Freund. Ja, Freunde. Wir sind jetzt Freunde, du und ich. So, und so, meine lieben Freunde. Also kriegt man übrigens Freundschaftsanfragen auf Roblox. Einfach springen. Finde das irgendwie lustig. So. Dann kümmern wir uns jetzt aber
erstmal wieder um das Geschäft und Eier kriege ich jetzt. Oh. Ah, gut, schnell Kohle, ne? Es sind aber auch nur 100 Millionen, wenn man sich anguckt, wie viel wir brauchen. Der hat sogar, der hat auch schon den zweiten Dropper. Und hopp. Cool. Wir können ja mal hier in unser kleines Haus gehen. Ah, 5,5 Millionen machen wir hier. Pi mal Daumen ungefähr. Hier haben wir ein Bild von dem Sonnenuntergang. Noch einen Sonnenuntergang. Man könnte meinen, ich mag Sonnenuntergänge. Hier haben wir den Fernseher, der irgendwie nicht geht. Aber ich finde das Wanddesign hier irgendwie voll geil. Also wie der Fernseher, das so in die Wand eingelassen ist. Das sieht schon cool aus. Also ist jetzt die Frage, würde ich mir das auch so in die Wohnung, also Haus, Wohnung, egal, würde ich mir das auch ins Wohnzimmer hängen? Ich denke eigentlich eher schon. Ich bin halt so am Überlegen, ob ich da wirklich den Fernseher davor haben möchte oder ob ich nicht vielleicht doch eher sage, ja, ich will das Bild eher so an der Wand. Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. So, das sieht gut aus. Und auch wieder so der Fernseher, das gefällt mir. Also das ist der Manager, ey. Ich denke hier immer, das ist irgend sonst wer. Ey, der ist so komisch. Da kriegt man einfach nur Angst, da will man einfach nur so schnell wie möglich hier hoch. Und am liebsten hier einen Deckel drauf machen. Und den ganz schnell zumachen. Okay, dann gehen wir mal gucken. Wir haben 1,5 Millionen. Jetzt haben wir 1,7b. Und so macht man Geld. So, dann brauchen wir jetzt noch ein Dropper. Dann haben wir diese Ebene fertig. Erst immer noch beim zweiten, nicht schon beim vierten. Na, Vorsprung. Aber ich glaube, der ist gerade kurz AFK, oder? Seht ihr noch nicht. Mit da unten rennt bei dem der Manager rum. Ne, das ist doch der, oder? Ne, das ist der Manager. Okay. Gut, dann gucken wir mal, wir haben jetzt einen weiteren Dropper. Bringt der jetzt überhaupt mehr? Nö, immer noch 2 Millionen. Chillig. Wir brauchen jetzt 1,4 Milliarden. Das ist irgendwie irritiert, weil da ein B steht. Und das B steht ja eigentlich für Billionen. Das ist so laut meiner Rechnung. Ja gut, aber Millionen, Milliarden. Billionen, Billiarden. Trillionen, Trilliarden. Mist. Wobei man könnte da doch auch einfach schreiben Millionen. Also bei Millionen könnte man ja einfach MM quasi Mill. Jo, nee. Millionen. Millionen. Also das Mill ist ja quasi ein Vorzeichen. Also, nee, nicht Vorzeichen. Okay, wir können die upgraden. Mal 2. 4 Millionen. Klingt cool. Nee, warte, das. Mill, J. Man könnte ja MJ für Millionen und MA für Milliarden. So, und dasselbe könnte man dann auch beim BJ, also beim B machen, BJ, BA, ne, so, aber gut, man muss auch dazu sagen, das hier ist auch Englisch. Ich denke mal, im Englisch heißt die Billion nicht Billion, sondern, wobei ich könnte mir schon vorstellen. Englisch und Deutsch sind sich ja manchmal ähnlicher als man denkt. Oh, hier ist jetzt so ein Upgrader. Okay, wie weit ist der hier drüben? Oh, der hat sogar schon seinen dritten Dropper und hat sich Wände gekauft, bestimmt aus Versehen. Ey, das aber auch so blöd, ne? Das ist wirklich eine richtige Falle. Man klettert hier hoch und muss direkt irgendwie zur Seite. Das ist so richtig blöd. Anstatt man das einfach hier hin macht, wo man nicht reinläuft, nö, kommt schön dahin.
Sind doch irgendwie den Gang hätte man noch mehr so in die Mitte machen können oder steht da etwas? Nö. Oder auch hier drüben. Dass man dann hier und dann so geradeaus. Weil hier ist es erstens so, entweder laufe ich hier rein. Okay, gut, man muss schon ein großer Trottel sein, dass man hier runterfällt. Ah, gut. Ich dachte mir so, ne, wenn man da runterfällt. Gut, wenn man von der Blickrichtung drauf schaut, sieht es gar nicht nach so viel Platz aus, aber wenn man so guckt. Aber das da mit dem Kaufding, das finde ich nicht so gut. Naja. So, ach, 1,6, ja. Gut, habe ich auch. Wenn er 1,6 wollte, dann bitteschön. So. Ah, jetzt kommen hier, cool, die 4 Millionen kommen schon oben raus. Ah, ne, 2 und dann 4. Ah, ah. Okay, jetzt bin ich klüger. Wie sieht unser Tycoon überhaupt von unten aus? Und wie lange falle ich? Oh Gott, da unten ist jemand. On top. Bumm. Warte kurz, ich will mal kurz ein bisschen. Hi. Wie wir uns so begrüßen. Ich finde das irgendwie voll süß. Oder voll niedlich. So. Keine Ahnung, frag mich nie warum. Ich finde das irgendwie so voll süß, wie wir uns so, wie wir so springen. Dann noch mit so netten Charakteren. Was? X-Polar. X-Polar. Ja, so kann man natürlich auch Werbung für seinen YouTube-Kanal machen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich denke mal, den gibt's auch bei YouTube. Schaut da gerne mal vorbei. Also, ich weiß jetzt nicht, was der macht. Könnte ich eigentlich auch mal gucken. Soll ich mal gucken, muss ich aber kurz. Ah, pass auf, wir gehen mal jetzt hoch. Und dann gucke ich da mal kurz, was das, was der macht. Für Videos. So, ich denke mal, der macht so Roblox-Sachen, oder? Kann ich mir vorstellen. Aber so ein T-Shirt kann ich mir persönlich auch vorstellen. So, aufpassen. Ja, aufpassen, ne, mir ist gerade. Ja, das ist so blöd. Man muss ja auch am Rand hochgehen. Endlich mal geschafft. Ohne mich verschuldet zu haben. Nein! Oh, Gott sei Dank war das zu teuer. Okay. Ich gehe mal ganz kurz zu Balla. Was ist denn das? Das ist nicht irgendwie so ein Auto-Zeug. So. Komm, lad ein bisschen schneller. X. Unterstrich. Pro. La. War es doch. Hola. Ach du Heilige. Ja, das ist X-Polar. Okay, oh mein Gott, hat er viele Abonnenten. Oh mein Gott. Aber der hat deutlich weniger Videos, okay. Ja, falls ihr den noch nicht kennt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich glaube, er mit meinen mickrigen 16 Abonnenten, das juckt ihn nicht. Junge. Okay. Muss ich mal schauen, wie den seine Qualität ist. Seit wann hat er den Kanal? Okay. Das ist auch in etwa Alter. Der hat in etwa ein bisschen mehr als einem Jahr hat er schon so eine Basis. Leute, auf dieser Basis kann man sogar, Dings, der verdient vielleicht schon Geld mit seinem YouTube-Kanal. Also davon kann ich nur träumen. Wobei, ich mache es nicht nur für Geld, ne, also. Das nicht, davon abgesehen, dass ich zurzeit eh keins krieg. Aber, ne. Ich mache es auch, weil mir YouTube Spaß macht. Und weil ich, natürlich, ich will irgendwann davon leben. Ich denke auch mal, was auch wichtig ist, vielleicht,
Also der macht gefühlt nur Livestreams. Ist auch nichts Schlimmes. Okay. Wir können ja mal wir können ja mal gucken, was ich so hab. Ja, 14 Abonnenten. Ich hab, mein Kanal ist sogar noch jünger als den seiner. Der hatte ja am 4. und ich am 12.20. Ne? Heißt, mein Kanal ist noch nicht mal ein Jahr alt. Okay. Trotzdem sind aber die ältesten 11 Monate alt. Cool. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, 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 dann sollten wir da landen. Nee, eigentlich woanders. Eigentlich in der Suche. Warte. Ah, genau hier. Ich habe fast die 500 Videos und der hat noch bei weitem noch nicht so viel. Leute, irgendetwas mache ich doch falsch. Gebt mir gerne Tipps, also schreibt gerne Tipps für meine Videos in die Kommentare. Ich denke mal, er ist, also bei ihm, gut, er ist nun auch länger dabei. Und bei mir darf man auch nicht vergessen, das ist auch wichtig. Dazu muss ich, glaube ich, die YouTube-Analysen zeigen. Ist ja nicht so schlimm, könnt ihr gerne sehen. Und zwar war es bei mir am Anfang wirklich so, das hier können wir eigentlich komplett wegziehen. Na gut, und das, also etwa die Hälfte des Kanals, also ein halbes Jahr, habe ich den Kanal nicht aktiv geführt. Ist natürlich jetzt meine Schuld. Hier, wo ich dann angefangen habe, das war vor den Sommerferien oder sogar in den Sommerferien dieses Jahres, habe ich dann angefangen, vor den Sommerferien war es, das wüsste ich noch, habe ich angefangen, den Kanal aktiv zu führen. Wir sind hier in den Sommerferien, lief's gut. Nach den Sommerferien gab es einen eindeutigen Absturz. Jetzt raff ich mich so langsam wieder. Hier habe ich mich dann mal wieder gerafft. Ah. Also ich habe viele Hoch und viele Tiefs. Ah, muss... Ist halt auch eine Gewöhnungssache, ne? Also es ist nicht einfach, so einen Kanal zu betreiben, kann ich euch ehrlich sagen. Man könnte das jetzt meinen, also eigentlich, ah, hier die Zeit, ne, das ist eigentlich so, dass, also hier vorne, das kann man, hier habe ich auch noch den Kanal aktiv gemacht, aber dann auch nicht mehr. Also hier die Zeit, die kann man eigentlich auch wegrechnen. Was man nicht vergessen darf, desto mehr Leute halt die Videos schauen, also desto mehr Abonnenten, desto schneller wächst natürlich auch der Kanal, weil die Abonnenten erzählen es dann ihren Freunden, die finden es dann vielleicht geil und erzählen das dann wiederum ihren Freunden, ne, Mundpropaganda nennt man das, glaube. Warum liegt hier ein Hund drauf? Dogshare. Cool. Finde ich lustig. Makes money, jawohl. Geld. 4 Millionen, das geht doch. Ne? Also wenn ihr mich unterstützen wollt und mir auch eine große Motivation geben wollt, den Kanal weiterzuführen und euch dieser Kanal auch gefällt, könnt ihr auch gerne abonnieren, würde mich persönlich freuen und schreibt auch gerne Videovorschläge in die Kommentare. Bedenkt aber, ich kann nicht schneiden, also Videos schneiden und so. Ich weiß, dann werden die Videos noch geiler, aber ich bin leider nicht dazu in der Lage, ich hätte nicht die Zeit und ich gleiche das auch aus. Ich bin nur mit, muss ich ehrlich sagen, zu faul, meine Videos zu schneiden. Also ich kann mir nämlich vorstellen, dass Videos schneiden nicht so einfach ist. Und auch sehr viel Zeit braucht und viel Geduld und bli und bla und blub. Und ich gleiche das damit aus, dass ich quasi mehr Videos am Tag bringe. Also quasi dieselbe Zeit habe, nur ihr halt mehr Content dafür kriegt. Und ich finde auch so, also ohne Schnitte ist auch mal was anderes, das ist eher selten auf YouTube, ist jetzt nichts Schlimmes, ne, also alle die ihre Videos schneiden, finde ich nicht schlimm, eher sogar gut, aber das ist auch mal was anderes. Und so habe ich um mehr Zeit, mich um meinen Kanal zu kümmern. So.
gut. Was man auch sagen muss, was mir bei dem aufgefallen ist, oh, schade, er ist weg. Ne, da ist er, glaube. Ist er das? Er hat, glaube, kurz verlassen. Ne, ist er nicht, schade. Okay, der hat verlassen. Was man auch sagen muss, der streamt. Ich würde auch gerne mal auf YouTube streamen. Ich krieg das aber nicht hin, ich bin zu dumm dafür. Ne, aber wenn man auf YouTube streamt, ich denke mal, dadurch ist sein Kanal auch schnell gewachsen. Ich hab's versucht, getan. Ich muss mich mal da dranhängen. Muss ich mal machen, wenn ich Zeit habe. Jetzt erstmal geht's mir aber persönlich darum. Und zwar, dass ich einen kleinen Videopuffer habe. Was bedeutet, dass wenn ich jetzt mal einen Tag keine Zeit habe, oder zum Beispiel mein Neffe wenn mein Neffe kommt, ne, oder wenn wir Besuch haben, oder wenn irgendetwas ist, wenn meine Klassenkameraden mit mir spielen wollen, oder wenn ich einfach mal keine Bock habe, oder wenn ich doch mal krank werden sollte, was wir nicht hoffen, gerade zu Corona-Zeiten ist das ja nichts Unübliches, dass ich halt ein paar Videos auf Speicher habe und mein Plan ist da so für 5 Tage, dass ich 5 Tage quasi Videos auf Speicher habe. Das ist quasi so das Ziel, was ich habe. Also ich merke schon, das Video geht jetzt mehr so in die Richtung, wie meine Pläne so sind. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ich mal mit YouTube aufhöre. Das auch nur so am Rande. Ich weiß, manchmal bringe ich keine Videos und das kommt auch mal vor, dass das länger so ist. Irgendwann kommen auf jeden Fall wieder Videos. Dann liegt es entweder daran, dass ich krank bin oder dass irgendetwas anderes ist. Was weiß ich. Ja, also auf jeden Fall werde ich diesen Kanal immer weiterführen. Und ja. Gut, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn euch dieser Kanal gefällt. Schreibt auch gerne Vorschläge für Videos und vor allen Dingen auch für die Qualität der Videos in die Kommentare. Ich denke mal, ja, ich muss mich wirklich mal um den Livestream auf YouTube kümmern. Ich denke mal, es wäre cool für euch, weil nicht jeder kennt Twitch oder hat Twitch oder darf Twitch haben. Weil die Eltern das nicht wollen, bliblablub. Und auf Twitch ist auch so, man muss sich anmelden, nur anmelden darf man sich erst ab 13. Bei YouTube ist das glaube nicht so. Und erst wenn man sich bei Twitch angemeldet hat, kann man logischerweise mitschreiben, blablabla. Ich werde mich bemühen, dass ich immer auf YouTube live gehen kann. Falls ja, werdet ihr das sehen. Sofern ihr den Kanal abonniert habt und die Glocke angemacht habt, könnt ihr ja mal machen, da erfahrt ihr auch, wenn ich ein Video hochlade. Oder 3. Oder 9. Okay, 9 Videos ist jetzt eher wieder unrealistisch. Okay, damit würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal und ciao.